Sehr schönes Kleid. Oh, danke. Ihr Jackett auch? Danke. Ich hoffe, unser Flieger startet pünktlich. Oh, wird er. Toll. Darf ich fragen, was das wird? Was? Sie sind gerade einen Schritt vorwärts gegangen. Gar nicht. Doch sind Sie, und das wissen Sie. Aber das Witzige ist, Sie können trotzdem nicht vor mir an Bord gehen, denn Vortritt haben nur die Passagiere, die behindert sind. Und haben Sie eine Behinderung? Ja. Sie behindern mich, dorthin zu gehen. Was wollen Sie in Paso Robles? Ich bin zu einer Hochzeit eingeladen worden. Doch nicht etwa zu der von Keith und Anne. Sind wir die Leute, von denen man nicht weiß, wo man sie hinsetzen soll? Uns hat man doch an diesen Tisch gesetzt. Ich will nicht jemand sein, von dem man nicht weiß, wo man ihn hinsetzt. Eine Hochzeit im Urlaub wird aufgeblasen. Doch das wird Ihnen auch nicht viel nützen. Glaubst du, dass es für jeden jemanden gibt? Fast. Ich glaube, dass es für niemanden irgendwen gibt. Ich verstehe nicht, wie du nach all dem, was Keith dir am Schluss angetan hat, jemandem wie ihm noch nachweinen kannst. Weil du ein Affe bist und leider nicht verstehst, wie wir Menschen fühlen. Seitdem ich dich kenne, klingt das, als wäre es eine Krankheit. Ich habe nichts drunter unter meinem Pyjama. Der ist doch verführerisch genug. Was ist das? Weiß nicht, ich bin kein Zoowärter. Dir geschieht nichts, lauf einfach weg. Lauf du, ich bleib hier und kämpfe. Sein Gepard ist nur etwas schneller als wir. Nicht Gepard, die gibt's bloß in Afrika. Schnell weg hier! Oh, verdammt! Scheiße! Was soll der Scheiß, Frank? Wenn ich hier langlaufe, überleben das meine Absätze nicht. Würdest du mich tragen, bitte? Was? So langsam wurde ich noch nie getragen. Kannst du nicht mal den Mund halten? Was, wenn wir uns verlieben?